Hallo zusammen, ich zeige euch heute, wie man ein solches Hufeisen häkeln kann. Das haben wir ganz schnell fertig, als Applikation oder einfach um es irgendwo hinzulegen. Ich habe Acrylgarn und einen 3,5 mm Haken und wir fangen an mit einem Knoten. Hier macht man nochmal einen Knoten, so macht man einen Kreis. Und man legt den langen Faden unter den Kreis. Und diesen zieht man hier hoch durch. Und dann entsteht hier oben eine Schlaufe. Da packen wir den Haken rein und ziehen an dem Faden. Jetzt beginnen wir mit Luftmaschen. Wir brauchen insgesamt 25 Luftmaschen. Wie macht man Luftmaschen? Man holt den Faden und zieht diesen einfach durch diese Lasche durch. Also Faden holen und durchziehen. Jetzt haben wir schon zwei Luftmaschen gemacht. Jetzt machen wir noch so viele, dass wir 25 haben. Das sind unsere 25 Luftmaschen. Und als nächstes häkeln wir sechs feste Maschen. Dazu muss der Haken in die zweite Masche vom Haken. Also 1, 2. Hier kommt der Haken rein. Und wir holen den Faden durch. Dann haben wir zwei Laschen auf dem Haken. Wir holen den Faden nochmal und ziehen ihn durch die beiden Laschen durch. Das war eine feste Masche. Ansonsten kommt der Haken immer in die nächste Masche rein. Also wir ziehen nicht zweite vom Haken, sondern nur, wenn wir die neue Reihe anfangen. Ziehen wir den Faden wieder durch. Wir haben zwei Laschen und Faden durch die beiden Laschen durch. Das ist jetzt die zweite feste Masche. Jetzt müssen wir noch insgesamt vier häkeln. Die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste. Ups. Die sechste. So. Jetzt häkeln wir folgendermaßen. Wir häkeln abwechselnd eine Zunahme und eine feste Masche. Ja, genau. Eine Zunahme, eine feste Masche. Wie geht eine Zunahme? Bei einer Zunahme haben wir zum Schluss eine Masche mehr. Das heißt, wir häkeln in eine Masche zwei rein. Also in die nächste Masche kommt jetzt eine feste Masche und in dieselbe Öffnung. Also wir gehen in die gleiche Masche nochmal. Und häkeln eine zweite Masche rein. Jetzt kommt eine feste Masche alleine und dann wieder eine Zunahme. Also zwei Maschen in dieselbe Öffnung. Jetzt wieder eine feste Masche und eine Zunahme. Wir müssen darauf achten, dass wir hier zum Schluss noch sechs Maschen freilassen. Jetzt kommt erstmal eine feste Masche alleine, eine Zunahme. Eine feste Masche alleine. Eine Zunahme. Eine feste Masche alleine. Jetzt zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Wir haben noch ein paar frei. Also hier kommt die Zunahme rein. Und den Rest häkeln wir in normalen festen Maschen ab, ohne Zunahmen, also alles einzeln.
Für die nächste Reihe hegen wir eine Wendeluftmasche, also einfach eine Luftmasche und die Arbeit drehen. Jetzt hegen wir auch 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Jetzt häkeln wir halbe Stäbchen und abwechselnd eine Zunahme mit halben Stäbchen, 3 halbe Stäbchen einzeln. Wie macht man ein halbes Stäbchen? Dazu macht man einen Umschlag, also man holt den Faden auf den Haken, geht in die nächste Masche rein und holt den Faden durch. Man hat jetzt 3 Laschen auf dem Haken, man holt den Faden nochmal und zieht diesen durch alle 3 durch, durch alle 3 Laschen. Das war jetzt ein halbes Stäbchen. Da wir jetzt doch eine Zunahme machen, brauchen wir 2 halbe Stäbchen derselben Masche. Das heißt, wir machen jetzt einen Umschlag, gehen in dieselbe Öffnung rein, holen den Faden durch. Wir haben erneut unsere 3 Laschen, holen den Faden und ziehen durch alle 3 durch. Das war jetzt eine Zunahme mit halbem Stäbchen. Jetzt brauchen wir 3 halbe Stäbchen. 1. 2. 3. Jetzt eine Zunahme mit halbem Stäbchen. Also 2 halbe Stäbchen in dieselbe Masche rein. Dann 3 einzelne halbe Stäbchen. 1, 2 und 3. Dann eine Zunahme und in dieselbe Öffnung das zweite halbe Stäbchen. 3 einzelne. 1, 2, 3. Jetzt erneut eine Zunahme mit halbem Stäbchen. 3 einzelne. 2. halbe Stäbchen. 3. halbe Stäbchen. Jetzt erneut eine Zunahme. 3. Jetzt müssen wir wieder schauen, ob wir denn schon die 6 Maschen frei haben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also eine haben wir noch frei. Das heißt, wir häkeln noch ein halbes Stäbchen hier. Ups. Ein halbes Stäbchen hier. Und den Rest mit festen Maschen. Immer 6 feste Maschen vorne und hinten. Und die letzte Masche ist eine Kettmasche, das heißt, wir gehen in die letzte Masche rein und holen den Faden durch alle Laschen, die wir haben, durch. Jetzt schneiden wir den Faden ab, ziehen ihn durch die letzte Masche oder durch die letzte Lasche durch und ziehen das Ganze fest. Das ergibt einen Knoten. Jetzt gucken wir noch, welche Seite unsere vordere Seite sein soll. Das wird meine vordere Seite sein. Das heißt, ich hole hier den Faden auf die Rückseite. Den hole ich einfach durch den Stoff durch. Und den Faden abschneiden. Hier das Gleiche.
und abschneiden. Jetzt brauchen wir noch einen schwarzen Faden. So sieht das Grundgerüst aus vom Hufeisen. Also soweit ist er an sich schon fertig. Und wir wollen ihm noch ein paar Öffnungen für die Nägel verpassen. Ich habe jetzt hier mein schwarzes Garn bereits durch eine Wollnadel gefädelt und jetzt nähen wir einfach diese Öffnungen dran. Die kann man machen, wo man möchte. Also es gibt ja Hufeisen, die haben hier einen schwarzen Punkt, da und da zum Beispiel, oder hier einen schwarzen Punkt und dort, oder eben wie hier solche länglichen Öffnungen. Wie gesagt, das ist ja unsere Vorderseite, das heißt, ich gehe von hinten durch den Stoff durch, lasse hier hinten genügend Faden, um das Ganze verknoten zu können. Und jetzt mache ich hier einen Knoten rein. So, die erste Seite ist an sich schon fertig. Jetzt sichern wir das hier hinten noch. Ich weiß nicht, die Geräusche hört nicht wundern, das sind immer wieder die Katzen. Die machen mal wieder nur Unfug. So, jetzt das Ganze noch festziehen. Beim Drannähen der Applikation einfach darauf achten, dass die Fäden hier nicht durchkommen, sondern wirklich innen liegen, dann sieht man das Ganze auch nicht. Und das gleiche machen wir jetzt natürlich auch auf der linken Seite. Was man jetzt noch machen kann, man könnte die ganzen Wege entlang zurückgehen. Falls man jetzt den Anfangsfaden zum Verknoten nehmen möchte. Nee, jetzt habe ich einen Fehler gemacht dort. Warte. Da muss ich wieder raus, das ist Quatsch. Also wir müssen hier wieder rauskommen und einfach drüber nähen nochmal. Und dann wäre man praktisch hier an der Stelle und man kann es mit dem Anfangsfaden nochmal verknoten, falls man diese Schlaufen wie auf der anderen Seite nicht haben möchte. Und dann hätte man das Ganze so gelöst und kann das dann hier abschneiden. So. Jetzt kann man das Ganze noch blocken. Wie blockt man gehäkelte Sachen oder gestrickte Sachen? Man packt sie einfach in kaltes Wasser, lässt sie ordentlich vollsaugen und dann lässt man sie auf einem ebenen Untergrund trocknen.
Aber bei dem jetzt ist das nicht so schlimm, finde ich. Also das dreht und windet sich nicht. Also wenn sich jetzt das Ganze natürlich kräuseln sollte bei euch, wie gesagt, einfach ein kaltes Wasser rein, ordentlich vollsaugen lassen und trocknen lassen auf dem ebenen Untergrund. Sieht das Ganze viel schöner aus. Das habe ich ja schon beim Elefanten gezeigt. Und an sich wäre das jetzt schon fertig und kann angebracht werden.